Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Ich bin gerade am Überlegen gewesen, was wir jetzt eigentlich beim letzten Mal gemacht haben. Ich kann mich noch an die Sache mit dem Lagerfeuer erinnern. Und gut, dass ich nach hier gegangen bin, da weiß ich nämlich jetzt auch wieder, was ich machen musste. Genau, wir hatten den Strom nämlich angestellt, das war es vorher. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal mit dem Farmer reden, damit wir den Baumstamm da zur Seite machen können. Du hast verpasst, Fremder. Der Strom ist wieder an. Ich weiß. Ich habe geholfen, ihn... Ich hab schon gedacht, ich müsste die ganze Nacht hier Wache schieben und dann klick. Ja, ich war derjenige, der... Sieht aus, als hätten diese Saftärsche von Harwood endlich mal was auf die Kette gekriegt. Ich schätze, das haben sie. Jetzt, wo sie wieder Strom haben, können sie mir mit dem Baum helfen? Nun, hast du die Seilwinde? Ja. Na dann, worauf warten wir? Danke, Partner. Immer gern, aber ein kleiner Hinweis. Ja? Nenn mich nochmal Partner und du verlierst ein paar Zähne. Okay, ich dachte eigentlich, ich müsste das jetzt alles total kompliziert machen, den da hinfahren und alles, aber gut. Hallo. Yep. Ich schau mal ab. Langes Gespräch. Okay, wie immer. Ich dachte, vielleicht kann man nochmal mit ihm sprechen und irgendwas anderes triggern oder sowas. Oder halt jetzt irgendwas... Ne, besprechen, was weiß ich was, aber offenbar nicht. Gut, dann werden wir jetzt, wenn er sich denn mal bewegt, werden wir uns jetzt aufmachen zur Funkstation. Jetzt endlich frei liegt. Da ist eine Tür. Geh bloß nicht hin. Ja, ist noch nicht mal abgeschlossen. Sehr schön. Okay, das Zeichen haben wir auch hier oben, das sehe ich gerade. Achso, kann man... Das ist das Symbol, das auf den Viruskanistern war. Wer immer hier gearbeitet hat, hatte was mit dem Angriff auf Yeltown zu tun. Schweinehunde. Was ist das denn? Liegt da ein Buch in der Pfütze? Es ist halb aufgeweicht vom Wasser, aber es sieht so aus, als wäre das ein Tagebuch oder sowas. Von der Frau? Mika glaubt, dass ich auf Crazy Ricardo stehe. Offensichtlich glaubt jeder, dass ich auf Ricardo stehe. Ich weiß nicht, Ricardo ist ganz bestimmt nicht wie diese College-Jungs. Er ist irgendwie viel weltoffener, irgendwie auf dem Boden geblieben. Ich weiß auch nicht, wieso die anderen ihn crazy nennen. Er ist doch ganz normal und er ist lustig und süß. Okay, vielleicht stehe ich doch ein auf Crazy Ricardo. Er ist mit mir ausgegangen und hat mir ein paar Leute vorgestellt, die er kennt. Ich dachte, das wird eine Party. Ich weiß aber nicht genau, was es eigentlich war, aber es war sicher keine Party. Wir sind zu so einer kleinen Insel rausgefahren. Da waren jede Menge andere Leute und einer hat eine Rede gehalten. Soll wohl ein L sein. Es ging um irgendwelche wissenschaftlichen Dinge und etwas spirituell war es auch. Hat mich erst an einen Kirchenbesuch erinnert, aber es hat mich sich nicht so angefühlt. Er hat es geliebt. Ich war ein wenig nervös. Kurz vor den Abschlussprüfungen einer durchgeknallten Sekte beizutreten, ist das Letzte, was ich machen will. Aber die waren alle ziemlich nett. Ja, und jetzt ist es besser, weil die alle ziemlich nett waren, oder wie? Wieder ein Tag mit einer Teamsitzung auf der Insel. Es war seltsam. Mir kommt es vor, als ob ich mehr erreiche, wenn ich hier bin, als wenn ich zur Vorlesung gehe. C, nehme ich mal an, hat eine wirklich tolle Rede gehalten. Er und die anderen nennen sie alle... Hat aber nichts mit großen Buchstaben zu tun, oder? Ich glaube schon, dass sie ein ganz schöner Feuerspucker sein kann. Aber um ihre Leidenschaft bewundere ich sie umso mehr. Oh Gott. Benutzer. Oh, Moment. Das muss ich mir aufschreiben. A. Smith. Passwort ist Adler. Das heißt doch Smith, oder? Nehme ich mal an. Im Rückblick kann ich gar nicht glauben, wie viel Zeit ich verschwendet habe, mich auf Prüfungen vorzubereiten und all dieses dumme Dreckszeug zu lernen.
nur um es Mama und Papa recht zu machen. Das erste Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, mein Leben unter Kontrolle zu haben. Ich fühle mich kraftvoll. Ich habe das Wohnheim heute verlassen. Ich habe in der Bar aufgehört und ich habe eher gesagt, dass ich an dem A-Programm teilnehme. Ja, typisch Sekte, ne? Job kündigen, abhängig werden, Familie verlassen und so weiter und so fort. Ich glaube auch, dass ich ihn nicht vermissen werde. Patty, Thomas und ich sind heute in Greystone angekommen. Martin war schon da und hat uns eingewiesen. Es gab ein Problem mit dem Generator, aber haben es hingekriegt. Es hat sich eine Weile so angehört, als ob er explodiert, aber jetzt läuft alles. Auf dem Weg ist etwas Komisches passiert. P hat mich dabei ertappt, wie ich ins Tagebuch geschrieben habe. Sie hat nichts dazu gesagt, hat nur so getan, als ob sie es nicht gesehen hätte. Sie hatte es an M vermutlich melden müssen, aber so wie ich das sehe, hat sie es nicht gemacht. Wieso nennt die alle eigentlich nicht beim Namen? Ich weiß, dass wir keine persönlichen Dokumente haben sollen, aber ich bin so stolz auf das, was wir hier machen und ich will eine Erinnerung daran behalten. Ich habe dieses Kribbeln im Bauch vor lauter Begeisterung, Teil von einer so großen Sache zu sein. Ich bin so glücklich. Es war meine Schuld. Ich hatte die Verantwortung für die Versiegelung. Tom hat heute Morgen angefangen zu husten. Marlon ist total ausgerastet. Er spricht immerzu von Corona und sagt, dass wir versagt haben. Ist das eine Anspielung auf den Grippevirus oder? Er hat vermutlich recht. Tom sieht wirklich übel aus und Patty sagt überhaupt nichts mehr. Ich glaube, sie hat Zweifel. Tom kann noch laufen, wenn wir ihn abwechselnd helfen. Wir werden wohl Hilfe holen. Aber vielleicht würden wir nur jeden infizieren, der versucht, uns zu helfen. Ich weiß nicht. Alle haben Angst. Mama, Papa, ich weiß, ihr werdet das nie lesen. Es tut mir leid. Tja. Okay. Was ist das? Irgendeine Art Tank? Ich wünschte, Professor McBride wäre hier. Er könnte... Entschuldigung. Haben Sie denn wie... Sind es gute oder schlechte Nachrichten, dass das Ding leer ist? Was ist das? Ich wünschte, Professor McBride wäre hier. Er könnte all das hier sicher erklären. Das Dach der Station scheint undicht zu sein. Aber hier links können wir auch nicht hin, ne? Und viel von diesem Kram sieht ziemlich neu aus. Oh, wieso will ich immer doppelklicken, ey? Ja, weil ich mir das angewöhnt habe, hier oben... Nicht da. Hier, boah, hier doppelt zu klicken, um rauszugehen. Mann. Ach. Ist heute nicht mehr Tag irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Hier müssen bis vor kurzem noch Leute gearbeitet haben. Zeit, diesen verdammten Sender auszuschalten. Wahrscheinlich wird es sie nicht davon abhalten, andere Städte anzugreifen. Aber vielleicht hält es sie irgendwie auf. So, Username. Kann ich das jetzt irgendwie hier... Ah ja, ich kann es so eingeben. Okay, Username ist A. Smith. Passwort Adler. Und jetzt? ich weiß aber nicht, was ich jetzt machen soll. Also früher konnte man, glaube ich, Schrägstrich Help machen, ne? Mit Help können... Achso, nur Help. Change Directory. Zurück zur Datei öffnen. Ist die Frage, welche Datei? Stand hier oben irgendwas? Ich kann nicht mehr hochscrollen, ne? Boah... Also, wir haben Config. Home ist wieder zurück. Access. List innerhalb der Verzeichnisse. Base User ROM. Ich versuche mich jetzt gerade dran zu erinnern, wie das damals beim C64 und so war. Wenn ich jetzt ehrlich bin, das ist so lange her schon. Also, mit Access kriegen wir... Nehmen wir mal Access Base erstmal, keine Ahnung. Bitte den Namen der Datei eingeben. Zum Beispiel Access README. Oh.
probieren wir das einfach mal aus. Anscheinend geht das nicht, okay. Access ROM? Nee, ROM ist aber... ist eine .mc-Datei. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Können wir da irgendwelche Zahlen eingeben oder so? Nee, okay. Dann weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Also, wir haben Access... nee, Moment. Wir haben doch Access Base eingegeben. Bitte den Namen der Datei. Aber da steht auch Access README. Habe ich was falsch geschrieben? Nee. Kam ich nochmal zurück, Chrome? Nee. Shit. Ich hätte es mir nicht merken, sondern aufschreiben sollen. Moment, kann ich ja nochmal rausgehen? Och nee, ne? Back? War das Back? Help. Moment, ich schreibe mir das jetzt mal eben auf. Das ist jetzt aber echt... wenn ich den von den ganzen Stapel einfach mal ein Blatt rausnehmen könnte und statt, dass mir der ganze Stapel an den Fingern kleben würde. CD. Ja gut, eine CD haben wir jetzt natürlich nicht, oder? Ach nee, Moment, das ist Verzeichniswechsel. Verzeichniswechsel. Aber wohin? Dann haben wir Config. Home war aber richtig. Warum hat er das denn nicht angenommen? Zurück zum Root Directory. Access. Datei öffnen. Oder muss ich die eine Datei vielleicht öffnen, die da drin ist? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. List ist Inhalt. So. Boah. Also, versuchen wir es jetzt nochmal mit Access Base. Das haben wir ja am Anfang mal gehabt. Okay, aber das will er nicht. Dann... wie hieß denn die Datei jetzt? Das steht jetzt hier nicht mehr drin, ne? Moment, Datei öffnen. Aber Home hat er ja nicht angenommen. Wenn ich jetzt hier Home eingebe... bin ich hier drin. Config. Netzwerk-Funksignal. Moment, Funksignal. Deaktivieren. Alles klar. Das sollte genügen. Echt jetzt? Ich habe mir das hier voll kompliziert vorgestellt und ich musste einfach nur in Config rein. Auch ihr könnt mich doch mal. Okay, sonst können wir hier nichts mehr machen, ne? Hier rechts können wir auch nicht mehr hin. Dann gehen wir erst... ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Gute Frage. Jetzt haben wir das Signal. Oh oh. Oh oh. Was war das? Ich glaube, wir sollten erstmal schnell verschwinden. Erstmal irgendwo hin. Ach so, stimmt. Mit ihr haben wir ja auch darüber gesprochen. Vielleicht kann sie uns ja jetzt irgendwie weiterhelfen. Hallo, Colonel. Hör auf, mich so zu nennen. Ich habe das Signal abgeschaltet. Gute Arbeit. Die Krankheit können wir vielleicht nicht aufhalten, aber ihre Fanfaren können wir stoppen. Das hast du wirklich gut gemacht. Tut mir leid, dass ich dir nicht eher getraut habe. Hier, nimm den Kanister. Ah. Vielleicht hätte ich dir das hier auch eher zeigen sollen. Eine Telefonnummer? Ich habe gelogen, als ich dir sagte, ich könnte dein Mädchen nicht finden. Das ist ihre Nummer. Halliwell? Ich muss sie anrufen. Und sie ist nicht mein Mädchen. Okay, wie auch immer. Du kannst mein Telefon benutzen. Danke, Colonel. Ich meine Rangerin Jervis.
Hallo, Halliwell? Harper? Bist du das? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wo steckst du? Mitten im Nirgendwo. Ich bin in einer Rangerhütte in Greystone Woods. Greystone? Wie bist du dahin gekommen? Ja, sind wir mal nett. Eine freundliche Parkrangerin hat mich gerettet. Freundlich? Eine Parkrangerin. Bleib, wo du bist. Ich hol dich ab. Hör zu, Halliwell. Ich glaube, ich weiß, wer hinter dem Angriff auf Yale Town steckt. Ich habe sogar die Sendestation gefunden, die das Funksignal übertragen hat. Die Sendestation? Das ist perfekt. Hast du Fotos gemacht? Fotos? Nein, aber ich habe ein altes Tagebuch gefunden. Kannst du nochmal hin? Wir brauchen jedes Beweismittel, das wir bekommen können. Ich kann's versuchen. Ich fahre jetzt von Port Nicola aus los. Treffen wir uns in 2 Stunden in der Rangerhütte? Okay. Harper, schön deine Stimme zu hören. Schön dich zu hören. Du brauchst Fotos, hm? Ja, ich... Nimm meine Kamera. Auf dem Film ist noch Platz. Danke. Mach diese scheiß Kerle einfach fertig, okay? War das jetzt ihr Ernst, was sie gesagt hat? Auf dem Film ist noch Platz? Hat die keine Digitalkamera? Oh Gott. Ich meine, ich habe auch noch ein paar ältere Kameras hier, muss ich dazu sagen. Aber das ist mehr so nostalgiemäßig, ne? Fotos machen. Aber ich habe kein gutes Gefühl. Wir haben... Oh Gott. Oh. Was ist denn hier los? Hey, wer sind Sie? Was machen Sie hier? Hallo, hallo. Ich räume nur ein wenig auf. Du musst der Bursche sein, der die Übertragung gestört hat. Und jetzt kehrst du zurück an den Schauplatz des Verbrechens. Anfängerfehler. Sie sind Teil dieser verrückten Sekte. Verrückte Sekte? Ich bin nur eine Reinigungskraft. Ja, ich bin bewaffnet, genau. Ja, mit einem Fotoapparat. Bleiben Sie zurück. Ich bin bewaffnet. Ich habe einen Ihrer Viruskanister und ich werde nicht zögern, ihn einzusetzen. Ah. Weißt du denn, wie man ihn benutzt? Was war nochmal die Frage? Hast du dich je gefragt, wie sich das Fieber anfühlt? Ich... Was? So fühlt sich's an. Wenn du dann keine weiteren Einwände mehr hast, würde ich dir diesen schweren Kanister abnehmen. Wird langsam kalt. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!